Soll ich mal das Studio zeigen kurz, oder? Okay, dann gehen wir mal. Filmen wir, das ist dann quasi der Regieraum hier. Wo dann halt irgendwie das Ganze, was man hat zum Aufnehmen braucht. Das Herz davon ist halt die Bandmaschine, das ist eine 2 Zoll 3M Maschine, die ist halt irgendwie ja, eine analoge Bandmaschine. Da sind 24 Spuren drauf und das ist halt so der eigentlich der ganze Stolz hier und der irgendwie auch, keine Ahnung, also die klingt einfach super geil und man gut bedienen und die ist auch, was weiß ich, glaube ich, 78 gebaut, also auch uralt, sowas wird auch nicht mehr gebaut und das ist quasi das Herzstück, das andere ist so quasi so ein bisschen Standard-Peripherie, wie man das nennt, irgendwie, also alles, was man dann sonst noch braucht, um halt irgendwie Schlagzeug, Gitarre und Gesang und alles aufzunehmen und dann zu mischen, ne? Das ist dann schon richtig klar. Genau. Normalerweise nehmen die Leute halt mit dem Computer auf oder mit einem digitalen System oder sowas, ja, eigentlich ist das ein Computer und da gehen dann halt die ganzen, der ganze Sound geht da rein, Mikrofone und hier geht's halt aufs Band, wie man das halt in 60ern, 70ern und auch in 80ern viel gemacht hat und meiner Meinung nach, es gibt viele Leute, die finden das halt den besten Sound und der Sound gibt halt so eine, das klingt sehr warm und weich und hat viel Druck und Power. Und das liegt halt an dieser Technologie halt, ne? Wie so ein Kassettenrekorder ist das eigentlich, nur halt in groß, mit einem richtig breiten Band, wo richtig fetter Sound halt drauf passt, so kann man es auch ausdrücken. Und da gibt es so einen physikalischen Effekt, das heißt Bandkompression, das heißt, du gibst da ordentlich Power drauf, also ordentlich Pegel, und dann gibt es so einen gewissen druckvollen Effekt so irgendwie vom Sound, ne? Das macht halt so diesen warmen, satten Sound dann aus, den die Bandmaschine halt, und das ist das andere, ja, ist mehr oder weniger Standard, also das sieht man auch in anderen Studien. Also dann fangen wir mal hier an, das ist halt dieses Rack, da sind hauptsächlich halt Kompressoren drin und halt auch so ein paar Röhren Vorverstärker. Das ist hier zum Beispiel so ein, auch ein bisschen selteneres Teil, das ist ein irgendwie aus dem Radio oder sowas, also da die sind früher, gab es, standen die immer so hintereinander, die Firma heißt BFE, ich weiß gar nicht, wie der die Type heißt, das ist eigentlich nur ein Vorverstärker und das macht es einfach, also Mikrofonvorverstärker und das macht irgendwie den Sound auch einfach besser, weil also die, und sowas benutze ich halt relativ oft, weil die Vorverstärker in diesem Puls, im Soundcraft Spirit, die klingen halt, sag ich mal, okay, aber halt nicht besonders schön oder besonders warm und so und darum schicke ich dann halt irgendwie das Signal, wenn es halt gerade auf einem Overdub oder so, schicke ich dann meinetwegen durch diesen Vorverstärker oder das ist ein TLA-Gerät, da ist auch ein Vorverstärker drin, Mikrofonvorverstärker hier und das klingt halt einfach mit einer Röhre da und das wird der Sound durchgeschickt und das ist dann quasi auch ein schöner, warmer Sound, eher halt früher in den 70er Jahren hatten die Leute halt, oder 60er Jahren hatten die Leute Mischpulte, da war dann in jedem von diesen Kanälen so ein cooler Vorverstärker drin und das hat da einfach richtig schön warm und weich und satt geklungen. Und diese neuen Pulte, das ist halt das ist ein bisschen sparsamer, was die Vorverstärkung angeht. Und darum nimmt man halt dann so Geräte da. Und das andere, das gefällt mir auch noch ziemlich, nämlich ziemlich oft. Hier, das ist ein Röhrenkompressor. Zwei Kanäle, das ist von Bellary. Die gibt es auch nicht so oft in Europa, in Amerika sind die, glaube ich, ein bisschen verbreiteter. Firma Bellary, weiß die Typenbezeichnung, weiß nicht. Zwar zweifacher Röhrenkompressor und den nehme ich eigentlich für alles, für wenn ich die Drums mische, schicke ich das da durch. Wenn ich Gitarren aufnehme, schicke ich das durch. Eigentlich für alles, also für Bass, also ich nehme eigentlich auch schon alles mit Kompression immer auf. Was manche Leute auch nicht machen, aber ich finde das einfach gut, ich kann da so gut arbeiten. Also alles eigentlich, was irgendwie aufgenommen wird, läuft direkt durch so einen Röhrenkompressor oder zumindest durch einen Röhrenvorverstärker. Und genau, ja, Abhörboxen hat sie gerade gefragt, das ist Yamaha NS10, diese mit den weißen, die sind glaube ich auch seit den 80er Jahren in jedem Studio, die klingen so ziemlich eigentlich nicht besonders schön, aber so ziemlich realistisch oder so. Man sagt immer so, dass sie, glaube ich, habe ich mal gehört, dass auch wenn das dadurch dann gut klingt, durch diese eher ein bisschen
da immer sparsamer klingenden Boxen, dass das dann halt auch auf besseren Boxen, also überall gut klingt. Darum nimmt man ja immer die. Hauptsächlich höre ich aber eigentlich auch, weil es einfach netter klingt, diese in diesen Genelec-Boxen ab. Ich habe keine Ahnung, wie die Typbezeichnung ist. Also da gibt es sie in verschiedenen Größen von, ist glaube ich eine skandinavische Firma oder so, Genelec. Und die finde ich gut. Und vor allem, also das Wichtigste ist glaube ich daran, dass man die einigermaßen viel kennt, die Boxen, egal was das auch für welche dann genau sind, aber Hauptsache man weiß, wie viel Bass die bringen und wie viel Höhlen und wie viel Mitten, dass man sich halt nicht vertut, ne? Dass man halt nicht, wenn man die Boxen nicht kennt, dann sagt man, zu wenig Bass oder so und dann vertut man sich aber und man hat dann im Endeffekt dann halt einen ganzen Mix, der halt dann viel zu viel Bass hat, nur weil man die Boxen halt nicht richtig kennt. Also das ist eigentlich das, glaube ich, das Wichtigste, was, dass man halt die Boxen, die man halt dann auch benutzt, schon echt viel jahrelang hat und Erfahrungen halt damit hat und so. Ne? Genau. Oh. Genau, von der Bandmaschine läuft das dann halt da durch in Computer. Das ist eigentlich so ein einfach so ein Gammel-PC, also irgendwie weiß ich auch nicht, wie alt der schon ist. 10 Jahre und das ist nichts Besonderes, das wird, läuft einfach da rein und dann hat man dann irgendwie einen normalen Computer, den muss man auch nicht filmen, irgendwie der 50 Euro wert ist oder so, aber das funktioniert halt einfach. Da läuft dann in den Computer der Stereo-Mix rein und das ist dann, glaube ich, eigentlich so ziemlich so eine Standard-Soundkarte, so irgendwie ein bisschen teurer als die normal, aber ich weiß nicht, ich glaube, also ich nehme da, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, was da auch so, da gibt es dann Soundkarten und Wandler, die sind dann halt relativ teuer und die sollen dann halt so viel besser klingen als billige und ich bin da halt immer so ein bisschen skeptisch, also weil ich finde halt, also Hauptsache, wenn der Sound da auf dem Band gut klingt, dann spielt das auch nicht mal so eine große Rolle, durch was für ein Interface der dann geht. Also so habe ich, ist auf jeden Fall meine Erfahrung. Genau, also irgendein relativ günstiges, normales Soundkarte, Stereo für 60 Euro oder sowas. Genau, also ein Typ kann ich dir leider nicht sagen. Also wir machen ja halt so, mein Gitarrensound ist eigentlich so, Surf-Gitarre irgendwie, so 60er-Jahre-Surf-Gitarre mit also Rockabilly und dann aber halt auch ein bisschen verzerrter, so ungefähr ist der Sound und der Hall kommt eigentlich dann aber hauptsächlich vom Verstärker, schon von der eingebauten Spring Reverb, also von der Hallspirale, auch vom Verstärker. Und dann nehme ich eigentlich relativ wenig halt digital halt, also das ist dann nur eigentlich für die Stimme und so, ja, da gibt es so ein Lexikon-Gerät, das habe ich mal gebraucht, gekauft, ja, hier Typus, ich weiß nicht, also Lexikon ist, glaube ich, ganz gute Marke und das klingt cool, da habe ich eigentlich aber auch immer so eine Standardeinstellung, also irgendwie, ich verändere da eigentlich nur die Hallzeiten, ich bin da nicht ein Typ, der da 1000 Jahre hier so ein Preset raussucht, das bleibt eigentlich immer, ist immer ein Hall. Was ich dann wichtiger finde, dass der Hall beim Mischen nochmal EQ'd wird. Also ich nehme immer ziemlich viel die Höhen, hier kann man das sehen, hier geht dann der Hall durch den Kanal, da nehme ich ziemlich viel die Höhen weg und die Mitten, die Bässe von dem Hallanteil einfach und EQ den ziemlich stark, dass sich das nicht irgendwie so digital und so schrecklich und pss und 80s mäßig anhört. Also das, den Hall zu EQ'en, finde ich fast wichtiger als da dreimal 1000 Jahre an dem Hallgerät nach Presets rumzufummeln, weil ich finde, die klingen eh sowieso immer ein bisschen gleich. Ne? Also das sehen bestimmt andere Leute anders, aber das ist halt so meine Philosophie. Und ja, das ist hier ein Billow Digitech Hallgerät, dann kann man aber auch das Delay da draus, wenn man da die Höhen wegdreht, von Delay klingt es auch super, das ist halt einfach eine Wiederholung, Echo. So, Yamaha-Hallgerät, das ist so, glaube ich, uralt aus den 80er Jahren, aber es tut es halt auch. Husten, anständiger Hall, ein bisschen EQ, dann klingt es okay. So, genau. Ja, Mikros, die habe ich jetzt gerade, weil wir heute jetzt keine Aufnahmesession ansteht, habe ich jetzt bei mir zu Hause eigentlich liegen. Was benutze ich für Mikros? Ja, da muss ich mal mit Typen. Also, ja, ich habe so ein paar. Also manche Sachen mache ich so standardmäßig. Wie heißt denn das, was wir für die Bassdrum nehmen nochmal? Ich glaube Beta 42, beziehungsweise ja. Noch eine Grenzfläche im Mikro. Ja, so. Genau.
die Weltraum. Ja. Dann ganz üblich SM 57, 58. Ja, genau. Dann hast du diesen interessanten Mikro, was wir letztes Mal ja, für die Snail benutzt haben. Genau. Genau. Das ist ein Sennheiser. So altes Mikro. Ja, das war auch geil für die Snare. Ja. Das war eigentlich echt cool auch. Das machen wir vielleicht nächstes Mal auch wieder. Soll ich kenne das, soll irgendwie eine Sennheiser, das weiß bestimmt jemand, wie die Typen bezeichnen. Ja, wie heißt das denn nochmal? MD421N. Genau. Und ansonsten, ja, so ein Grenzflächen daneben haben wir, was ist Audio Technica? Das ist irgendwie so eine britische Firma. Den nehmen wir als Grenzfläche. Ansonsten nehme ich auch immer, wenn ich Schlagzeug aufnehme, relativ viel so Raummikros, also so ein Großmembran-Mikros, zwei Großmembran-Mikros, die ich ein bisschen weiter wegstelle, die man quasi eigentlich zum Gesang nehmen. Also ich habe da ein, wie heißt das, Röhrenmikrofon von AKG, das heißt glaube ich Solid Tube oder so, so ein dickes Ding. Und das stellt man dann einfach halt ein paar Meter vom Schlagzeug weg und nimmst den ganzen Schlagzeug auf. Und das klingt halt total cool. Also anteilig dann immer so von den Direktmikrofonen. Ja, so, ne? Genau. Also, was habe ich denn noch? Für Gitarre nehme ich immer so oft, also für E-Gitarre, so ein Kubus, das ist glaube ich auch von Sennheiser. Das ist so ein. Ja, so ein kleiner Kubus, so ein quadratisches quasi, ich weiß aber nicht, wie das heißt, irgendwas, keine Ahnung. Ja, habe ich leider jetzt nicht zum Vorzeigen da. Und dann habe ich letztens auch noch ein Bändchen-Mikrofon gekauft. Ich weiß nicht mehr von welcher Firma, aber es ist ja diese Technologie Bändchen-Mikrofone und das klingt auch für die Gitarre total super geil. Und ich werde es auch mal bei Schlagzeug irgendwie ausprobieren, weil das ist irgendwie so eine alte Technologie. Bändchen-Mikrofon, gibt es von verschiedenen Firmen irgendwie. Ist auch nicht so teuer und das ist echt richtig cool. Das klingt so eine sehr spezielle Soundcharakteristik irgendwie. Mhm. Gesang nehme ich auch das AKG Solid Tube. So Großmembran-Mikrofon mit einer Röhre. Und dann habe ich auch noch so außer DDR so Dinger. Wie heißt jetzt nochmal die Marke? Gefell heißt die Marke. So kleine Dinger, ich weiß nicht, Typenbezeichnung. Die sind so kleine Röhren, die sieht man auch in unserem Videoclip irgendwie. Und die habe ich auch schon oft für Gesang genommen. Die nehme ich auch so für Overhead und die klingen auch echt gut. Gefell irgendwie so groß, da gibt es nicht so viele verschiedene Typen. Aber die sind halt auch echt alt. Die sind halt so 20, 30 Jahre alt und die klingen echt super. Genau, Gefell heißt die Firma. Die Firma gibt es auch immer noch irgendwie, also immer in. Es ist irgendwie so ein Dorf in Ostdeutschland, Gefell, so heißt das Dorf und so heißt die Firma. Und die machen auch immer noch heute Mikros. Und ja, ich finde halt diese alten von der gut, die echt aus der DDR kommen. So. Ja. Bass. Ja, auch gern eher viel mit Mikro. Auch Großmembran-Mikrofon vor die Box vorstellen. DI auch noch ein bisschen anteilig, aber ich finde fast immer so mit dem Mikrosound vom Bass dann halt wichtiger als ein DI. Also DI habe ich eigentlich meist immer nur so zur Vorsicht halber, so, weil das Mikro doch irgendwie nicht präsent genug ist, also der Sound, der vom Mikro abgenommen wird, nicht präsent genug ist, dann hat man auch ein bisschen Reserve, dass man das noch deutlicher machen kann, also die DI-Box. Aber eigentlich finde ich so Bass mit Mikro abgenommen, klingt super, also sind warm und Druck und alles, ne? Also auch kannst du auch sagen, ich habe noch ein anderes Großmembran-Mikrofon, ist auch eher so ein billigeres, BFE oder so heißt die Firma, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten halt dieses AKG Solid Tube vorstellen, laut machen und ab dafür, so. Genau. Ja, ich habe mal irgendwie, es gibt ja immer so Leute, die dann echt so Stecker aus Gold oder aus so Gold beschichtet oder irgendwie so speziellen Metall und die sind total teuer und das soll dann angeblich besser klingen. Das halte ich echt so für Religion, also da glaube ich nicht dran. Also ich nehme, wenn die jetzt nicht total im Arsch sind, so knacken oder so, dann das sind alles Kabel, die sind schon 15 Jahre alt, 20 oder so und wenn da das leitet, wenn Sound durchkommt, dann ist es okay. Also da
da bin ich auch, kann man auch günstigere nehmen. Also Hauptsache, da kommt Sound durch und dann passt das so. Also so sehe ich es auf jeden Fall. Ich mache noch, wenn dann der Stereo-Mix halt, wenn ich den hier quasi hier abgemixt habe, nehme ich das noch mit nach Hause. Da habe ich dann noch so ein paar Plugins irgendwie, was auch viele Leute haben, also die, wo ich dann irgendwie die Stereo-Summe dann noch bearbeiten kann oder auf einen gewissen Pegel ziehen kann, also so ein Computer-Plugin, dann Multiband-Kompressor und Loudness-Maximizer ist halt so das bekannte Ding und dann wird das da einmal rüber gejagt, sag ich mal, also dass es halt irgendwie ausgewogen klingt und laut ist. Und dann zuschneiden halt, Anfang, Ende abschneiden und fertig ist das Lied, so, ne? Genau. Also benutzt du das quasi für Mastering? Ja, ja, also ich mache Mastering, machen wir auch quasi dann zu Hause, so mit paar. Ansonsten ist alles analog und was mir sehr gut gefallen hat, als wir mit James hier angefangen haben zu spielen, dass er alles analog macht und dass ich das selber, als ich angefangen habe Musik zu machen, noch in Sowjetunion, dass wir alles analog aufgenommen haben. Das heißt, es gab noch keine Computer und meine erste so musikalische Versuche, die haben halt damit angefangen. Und bei Analogaufnahme ist es meistens so, dass man die Stücke, die Musik von vorne bis zu Ende durchspielen muss. Und du kannst nicht so viel so rumfummeln und schneiden, wie bei das analogen Aufnahmen ist. Und bei den Details. Das ist natürlich erfordert enorme Konzentration. Und ja, also für mich macht das sehr viel aus. Sowohl vom Sound als auch, dass du dich wirklich als Musiker sozusagen anstrengen musst, um durchzukommen und nicht alles Computer überlassen und sagen, ja, so Tontechniker, ja, mach schon alles und schneidet und alles, dann klingt sowieso super. Wir spielen auch sehr viel live und das finde ich sehr gut. Das ist halt das, diese Tradition weiter bei dieser Band geht, und mit analogen Aufnahmen und mit sehr viel live spielen. Also normalerweise nehmen wir Schlagzeug auf, wenn es klappt, auch Schlagzeug mit dem Bass direkt auf. Dann kommen Gitarren und dazu natürlich, also was James schon erzählt hat, je nach dem Stück, Banjo oder Slide-Gitarre oder akustische Gitarre und dann kommen die Gesänge und Chöre dazu. Also eigentlich alles ziemlich klassisch, wie es noch vor 30, 40 Jahren war. Genau, also Rhythm Section, wenn es geht, halt zusammen, nehmen wir als erstes auch Schlagzeug, Bass und so. Und vielleicht auch Rhythmus, es geht, also wir spielen zu dritt und dann nehmen wir das, wenn das alles cool ist, bleibt das auf dem Band und dann kommen Overdubs. Was das liegt halt auch, wir haben hier halt irgendwie, wir sind hier in Köln, also die Mieten halt auch teuer, das muss man halt auch echt noch dazu sagen. Wir haben hier, weiß ich nicht, 30 Quadratmeter, 40, kann sein. Wir haben hier viel Kubikmeter, was ganz cool ist, also tierisch hohe Decke, aber trotzdem, also die Mietpreise sind hier teuer. Und klar, wenn wir irgendwo anders wohnen würden oder so, könnten wir uns vielleicht auch einen 500 Quadratmeter Raum leisten oder so. Und dann könnte man halt auch versuchen, anders noch, also wenn man, bei, was die Aufnahmemöglichkeiten angeht, auch noch flexibler, was auch schön ist. Aber wir haben halt hier die Möglichkeiten eigentlich nicht. Wir haben ja nur, keine Ahnung, wir können hier keine Abtrennwände ziehen oder sowas. Oder halt uns 200 Meter zwischen uns haben oder so. Sondern wir machen hier auf 50 Quadratmetern halt irgendwie Aufnahmen und so. Und darum ist halt auch, machen wir das, wie gesagt, macht man halt auch viel mit Overdubs dann später und so. Ne? Genau. Ja, also irgendwann war mal, das ist echt schon total lange her, weiß nicht, 15 Jahre oder so, da gab es irgendwie, also wir haben eben auch schon immer, irgendwie, das hieß noch nicht immer Gen Z Porn Casino, aber wir haben, ich mach schon seit 20 Jahren so,
immer eine Band und da waren wir dann mal im Studio und so und die Aufnahme hat mir halt irgendwie gar nicht gefallen, es war ziemlich teuer und es ist irgendwie alles nicht so geworden, wie wir uns und ich mir das vorgestellt hatte und dann war einfach mal die Entscheidung, ja, wenn wir jetzt noch mehr aufnehmen wollen, also entweder nochmal ins Studio gehen oder irgendwie anfangen mal selber was zu kaufen und sich selber da einzusteigen. Und dann hab ich das so gemacht irgendwie und hab dann mal eine Sache. Ich hatte vorher eine 8-Spur-Maschine, so eine kleinere. Und die habe ich dann irgendwann, habe ich mir das Ding halt gekauft. Und das so autodidaktisch irgendwie alles so. Da habe ich da was reingetastet und so und Sachen versucht und ja, genau. Durch Trier und Ära. Ja, genau. Mhm. Ganz genau. Funktioniert am besten. Ja. Was halt wichtig ist, dass man halt irgendwie, also finde ich immer für mich, dass man irgendwie halt relativ viel Zeit hat, so, oder dass man auch irgendwie, oh scheiße, irgendwie, hab jetzt die und die Vorstellung, so und so soll das klingen. Und wenn man dann halt, so, ja, hat dann nur eine Stunde Zeit dazu oder so und hat es noch nie vorher gemacht und dann stellt sich so und so den Zaun vor oder so. Dann ist es sehr schwierig. Also und das ist halt das Coole, dass man halt hier, wir können eigentlich jederzeit hier rein oder kannst es einteilen, wann wir da aufnehmen und proben oder was. Und sind nicht dann auch eben. Das ist natürlich viel Arbeit, wenn man halt gleichzeitig spielt und Sound einstellt oder Toningenieur ist und sag ich mal auch noch die Technik überwachen muss, dass hier, wenn hier irgendwas kaputt geht oder das System quasi warten. Und wenn man das alles selber macht, ist es auch stressig, aber den Vorteil hat es halt, dass man halt irgendwie zeitlich total flexibel ist und da, ja, yeah. Yeah, das ist gut. Ja, also früher habe ich eigentlich immer nur so vielleicht mal hier oder da mal irgendwas aufgeschnappt, ja, so ist ein, oder mir da irgendwie, meinetwegen der Typ, der mir die Maschine verkauft hat, hat mir dann noch irgendwie was dazu erzählt und ja, und musste vielleicht so und so mag ich das gerne und ich kenne auch noch ein paar andere Leute, die halt schon länger auch Musik aufnehmen und da halt mal zugehört oder vielleicht da auch ein Magazin was gelesen, als es noch irgendwie kein Internet so doll gab und so. Und ja, und dann aber ich immer halt irgendwie selber versucht, so irgendwie das irgendwie, was man sich vorgestellt hatte, umzusetzen oder wie kann man das nochmal irgendwie Drums so ein bisschen. Also Schlagzeug ist eh das Schwierigste aufzunehmen. Irgendwie. Das irgendwie ist halt ein bisschen so die Basis, so dass man das irgendwie gut hinkriegt. Ja, so. Aber so, ja, immer mal wieder was aufgeschnappt und dann versucht umzusetzen, so irgendwie kann man vielleicht sagen. Ne? Ja. So, hier steht halt Unmengen Kram rum, was wir dann für so Overdubs, also für irgendwelche kleinen Parts auf Platten brauchen. Das ist hier eine Steel Guitar. Das ist so ein Country-Instrument eigentlich, spielt man mit so einem Steel-Bar hier, so, da sitzt man dann hier so bei und hat dann unten die Pedale und die hat einen ganz coolen Sound für so Sachen, für so Kram, die wir machen, so die Art Musik, die wir machen. Das ist ein Banjo da und noch jemand, nochmal akustische Gitarre und ja, so ist das hier, genau.